Recht herzlich willkommen zur 155. Folge vom Kerbal Space Programm. Ich habe geupdatet auf die 1.4.2. Jetzt sind wir gerade im Dingens, hier sag schon, im Flugzeugbau-Building. Ich habe hier so einen leichten Grafikbug hier oben bei den Buttons, aber wenn man drauf geht, sieht man das ja immer noch ganz, dann ist alles gut. Ist das in den anderen Feldern auch? Ja, ist da auch. Keine Ahnung, warum das so ist. Muss man mal gucken. Ja, was sich geändert hat, weiß ich jetzt gerade nicht. Habe ich noch nicht die Change Releases geguckt. Hier ist ja nichts drin, weil wir hier im falschen Dingen sind. Ich wollte jetzt ganz einfach erstmal gerade... ich zeige es nochmal von vorne. Gehen wir mal raus. Und wir haben ja jetzt hier so Sachen mit der Bild in... Ist das noch da? Vielleicht ist es auch schon weg. Das könnte natürlich auch sein. Oder habe ich das schon angenommen gehabt? Nein. Nee, dann ist die Mission weg. Die wollte ich natürlich noch angenommen haben. Da ging es um Kerbin, dass man da Dingens, sag schon. Nee, da ist es doch noch. Diese Position wollte ich. Conduct Temperature Survey of Kerbin. Die wollte ich eigentlich annehmen und wollte gucken, dass man dann mit einem Flugzeug da sozusagen hinfliegt, ne? Und nicht mit eine Rakete, weil die Rakete ist ja dann schwieriger. Mit dem Flugzeug müsste das ja eigentlich einfacher sein, ne? Aber erstmal wollte ich gucken, dass ich ein Flugzeug baue. Wenn dann die Mission weg ist, ist das dann auch egal. Dann ist das halt so. So, und da wollte ich hier rein jetzt und dann wollte ich jetzt mal gucken, ob wir das überhaupt können. Und dann müssen wir ja noch schauen, ob wir, genug... Ne, Command und Control nicht. Engine auch nicht. Sprit brauchen wir. Müssen wir mal gucken, wie das geht hier, ne? Ist das das? Ne, der ist zu klein, dann wird das der sein. Ja, der ist das. Da haben wir Kraftstoff dann. Ja. Das ist dann größer, ne? Ja. Okay. Ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wie man das hier baut. So, Sprit ist da. Ich weiß auch nicht, wie viel wir überhaupt brauchen, ne? Das ist das nächste. Hier unten ist unsere Anzeige. Und da oben ist... Ah, okay, kompakt. Ach, jetzt ist das... leer? Okay, das ist jetzt natürlich bei dem Versionsupdate, muss ich noch gucken, ne? Was musste ich da noch einstellen? Genau so war das. Settings. Und dann muss ich... Oh oh, Partless, da ist es, ne? Genau, so war das, glaube ich. Ist die Frage, ob man das neu starten muss oder nicht. Und die Anzeigen fehlen mir natürlich jetzt auch noch, glaube ich, ne? Oder sind die nur im Flug nachher da? Das könnte natürlich auch sein. Ja klar, wahrscheinlich, oder? Kompakt, da ist ja schon mal jetzt eine Anzeige auf jeden Fall da. Wenn es partless ist, genau so läuft es dann wahrscheinlich. So, wir haben noch kein Triebwerk, deswegen wird auch noch nichts angezeigt. Jetzt kommt's hin. Gut, und dann müssen wir schauen, hier sind doch jetzt so Symbole dran, die sagen wir jetzt nicht unbedingt, was sind die neu oder waren die da schon immer dran? Das ist hier wahrscheinlich Oxidizer und Liquid Fuel, dass das beides dabei ist wahrscheinlich. Und hier ist es Liquid Fuel und kein Oxidizer. Okay, dann wissen wir das schon mal Bescheid, wofür das gut ist, ne? Gut, jetzt müssen wir nur gucken, wie groß muss die Kiste sein? Ich weiß es nicht. Und das testen wir halt einfach, ne? Jetzt brauchen wir dafür noch ein Triebwerk. Jetzt ist die Frage, ob wir dafür ein Triebwerk überhaupt haben, ne? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, das sind alles... Ne, da ist, glaube ich... Ne, das ist ein bisschen klein. Das war der Dicke. Das ist für einen Satelliten. Ich glaube, da haben wir noch kein Triebwerk für, was dafür passt, oder? Jo, das ist riesengroß, he? Da kannst du richtig abheben. Die sind ja auch alle nicht passend, ne? Also, dann müssen wir mal gerade zurückgehen. Save and continue. Jetzt ist es unnamed, aber ist jetzt auch egal. Da müssen wir gerade ins Forschungszentrum gehen. Ist da Aerodynamics? Ist hier irgendwo ein Triebwerk drin? Ich glaube noch nicht, ne?
Das ist das Problem. Kommt das dann danach? Oder habe ich es nur übersehen? Flugteile? Engine ist hier oben. Ah, das wird hier vielleicht bei sein, ne? Kann das sein? Ne, da ist auch nichts bei. Dann können wir das noch gar nicht bauen, oder wie sehe ich das? Rocket Motor. Irgendwo habe ich aber doch dieses schon gesehen, ne, oder? Ah. Ne, das ist was anderes. Aber so ähnlich sieht das aus, ne? Aber das müssen wir doch schon längst gebaut haben, oder? Das muss doch schon dabei gewesen sein, oder vertue ich mich da jetzt? Hier, das ist es, glaube ich. Okay. Aber. Ja. Schauen wir mal, ne? Da wieder rein. Sieht doch schon nett aus, oder? Wir werden das einfach testen und gucken, was geht oder nicht geht. Fertig. So, Tanks sind schon mal da. Ach so. Vielleicht ist das auch hier oben, ne? Das ist es. Aber das war das Kleine. Da kriegen wir nichts vom Acker mitgezogen, würde ich sagen, ne? Oder? Obwohl, müssen wir mal die Werte angucken, ne? Aber... Jo, ist ein bisschen knapp, ne? Das ist der Dicke, hatten wir schon, ne? Habe ich schon gesagt, ne? Aber der muss ja auch funktionieren in dem Sinne, ne? Die Terrier ist allerdings hier gerade nicht so die, die man dafür braucht, ne? Ja, gute Frage dann. Wahrscheinlich ist die auch, aber wir sind ja hier ein Testding erstmal und das wollen wir erstmal gucken, ne? So, dann brauchen wir noch ein paar Flügel dafür. Wie groß ist denn sowas? Wahrscheinlich zu klein. Sind das hier so richtigen Flügel, ne? Genau. Weiter vorne geht auch, ne? Ja. Jetzt müssen wir da zwei von haben. Ne, das war jetzt verkehrt. Da. Wie ging das denn jetzt hier? Achso, das kann man nur so machen, alles klar. Das sieht jetzt so ungleichmäßig aus, ist aber gleichmäßig, ne? Ja. So, das ist schon mal gut. Dann bräuchte ich gerne... Warte, das waren die, ne? Da. Ich brauche mal so ein klassisches Flugzeug eigentlich erst, ne? Das sieht doch gut aus, oder? Jetzt brauchen wir noch ein... Ich glaube, das nennt sich dann Höhenruder, oder? Wie schalte ich das denn hier nochmal um? Weiß ich nicht. So. Sieht schon aus wie ein Flugzeug, ne? Was es kann oder nicht kann, keine Ahnung. Wir werden es sehen. Haben wir was zum Rollen hier? Genau. Aber ob das überhaupt so das Richtige ist, ist die Frage, ne? Landing Gear. Oh. Ja, ich glaube, die... Also wir brauchen erstmal Räder da dran, das ist definitiv klar. Und dann machen wir erst einen Test und dann gucken wir weiter.
Okay, das geht da schon mal hin. Aber wann glüht das weg, ist die Frage, ne? Ich glaube, das klappt ein, ne? Wie geht denn das dahin, dass das funktioniert dann? Ich glaube, das machen wir erstmal weg und das machen wir, glaube ich, auch weg, oder? Oder ist das einklappbar? Warte mal, das müssen wir erstmal wieder anbringen. Steering Direction normal. Okay, das ist, glaube ich, definitiv nicht das, was ich haben möchte. Das geht reinzubauen. Das ist schon mal. Okay, aber das ist, glaube ich, jetzt falsch rum, oder? Ist das richtig rum? Ich würde jetzt sagen, das ist falsch rum. Ich glaube, so rum wäre richtig, oder? Oh, aber so ist schief. Ein bisschen weiter vorne hätte ich es auch noch gerne. Ach, schon wieder schief, ne? Jetzt ist es zu weit hinten. Oder ist es nicht zu weit hinten? Das ist die Frage, ob es überhaupt zu weit hinten ist. Ja. Hier pappt das irgendwie komisch dran, ne? Jetzt muss ich es nur in eine andere Richtung mal drehen. So. Ah, jetzt habe ich wieder die falsche Richtung genommen. So, jetzt wäre es richtig, wenn es denn dann so rum. Nee. Jetzt ist es richtig, wenn. Das ist aber zu hoch, also das funktioniert noch nicht. Ah, jetzt habe ich den Flügel erwischt. Super, oder? Da müssen wir erstmal noch an ein Bauteil zwischen haben. Ja, was machen wir dazwischen? Gute Frage, ne? Mal hier. Gut, wir könnten natürlich schauen, aber. Zusatztanks müsste man schon mal definitiv haben, ne? So, geht das da drunter? Irgendwie nicht, ne? Doch, so wird's gehen. Oh. Einarmiger Bandit, ne? Jetzt, ah, spiegelverkehrt, shit. Radial wäre richtig gewesen, ne? Oh, das ist zu weit vorne. Weiß ich aber auch nicht, ob das zu weit vorne ist. Das ist die nächste Frage, ne? So, dann machen wir den ab und mach den mal da unten runter. Geht das überhaupt? Nein, das geht wahrscheinlich gar nicht, oder? Doch, das geht. Tja.
Kriege ich den da noch dran? Ich glaube nicht. Ich habe mir aber doch eben da dran gehabt, oder? Wird wohl nichts werden, ne? Kriege ich da nicht hin. Also will das nicht. So ist schon richtig. Und jetzt noch falsche Drehachse. Oh, krass. Die Kiste funktioniert, ist die nächste Frage. Aber eigentlich könnte das gehen. jetzt müssen wir nur schauen, dass wir hinten auch noch welche haben. Auf ein neues. Jetzt müssen wir nur die richtige Drehrichtung haben, dann klappt es auch. So. Ne, wir sind so automäßig unterwegs. Eigentlich brauchen wir nur drei, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das hin muss, damit das funktioniert. Aber irgendwie funktioniert das hier überhaupt noch nicht, weil wir hier noch keinen Sprit haben, der dafür funktionieren wird wahrscheinlich, ne? Nein, nicht kaputt machen. Dieses Triebwerk ist nicht dafür geeignet, oder wie sehe ich das? Ja gut, dann würde ich mal sagen, ne? Erstmal umbenennen. Flieger 1 machen wir daraus. Speichern die Kiste und dann gucken wir weiter. Save and continue. Do you want to save the current craft before continuing? Save and... Achso, jetzt haben wir den Flieger 1 da. Ach, ich hab, warte mal. Ich hab nicht Save gedrückt, ne? Ich hab Load gedrückt, alles klar. Kann ich den da auch löschen? Untitled. Delete. Ja. Und dann weg da. Und dann ist die Frage... Oh, jetzt habe ich ihn wieder angepackt, ne? Jetzt kriegen wir auch nicht mehr da dran. Ne? Da ist er. So, den müssen wir erstmal auf der Erde stellen, sonst ist es gleich vorbei, ne? Okay. Ein bisschen tief. So, und jetzt brauchen wir noch ein Triebwerk, was dafür funktioniert, aber das haben wir nicht, ne? Engine. Ist ja nur das da, ne? Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Jetzt habe ich irgendwie ein Problem, dass es... Ah, geht. So, da sieht man, dass wir was machen können. Aber mehr auch nicht. Ja. So. Speicher das mal, launch das mal und gucken, ob überhaupt was geht. Erstmal schauen, ob was geht. Also, wird sowieso nicht funktionieren, aber... Hauptsache, die Idee ist erstmal da. Oh. Die hat's, müssen wir dann wahrscheinlich noch irgendwann. Oh, so eine tolle Buckelpiste, oder? Muss man das hier auch so anmachen? Ich glaube ja, ne? Machen wir Vollgas und gucken, ob der sich überhaupt bewegt. Ey, er rollt. Krass, oder? Der hätte nie mitgerechnet, dass er sich bewegt bei dem Triebwerk. Also. Das Triebwerk ist echt der Hammer. Ich kann aber jetzt auch nicht schneller machen, ne? Die Piste ist so lang. Ich
Ich glaube, wir können hier nur Recover Vessel machen. Okay, Escape. Nee, erstmal zack, Triebwerk anhalten. Gibt's auch einen Nachbrenner? Der schneller? Nee, ne? Ich glaube, der wird nicht schneller. Report können wir bestimmt machen. Gibt es bestimmt Punkte für, oder? Ja, guck mal an. Das ist doch schon, das hat schon Sinn gemacht, das Ganze. Keep Experiment. Aussteigen, Eva. Geht auch. Take Data. Eva Report, nochmal Punkte, oder wie sehe ich das? Take Surface Sample. Wow, jetzt haben wir gerade nur Punkte gemacht. Und dann steigen wir nur ein. Wie geht das denn? Baby Board funktioniert hier nicht. Ja, okay. Ich glaube, dann können wir recovern. Hab keinen blassen Schimmer, wie das funktioniert. Hauptsache, wir haben die Punkte, wenn mitgenommen. Das wäre sicher wichtig. Ah ja, okay, das waren jetzt nicht viele Punkte, aber ein paar sind's, ne? Haben oder nicht haben. Gut. Der hat aber leider keine Punkte dafür gekriegt. Ja, ist das Teil jetzt noch am Fliegen? Nee, ne? Flieger 1. Recover. Da gibt's nochmal dann das Geld zurück. Okay. Ja, gut. Was sind das da hinten? Keine Ahnung. So, da müssen wir noch mal gucken, was wir da weitermachen. Ich hätte jetzt noch keine weiteren Ideen. Wir haben jetzt halt diese Temperaturgeschichte dann da, die wir dann hier machen wollten. Dann müssen wir gucken, ob wir uns das nächstes Mal dann nehmen oder nicht. Okay, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.